Kurzfristig wurde die Angelobung und Ausmusterung der 160 jungen Polizistinnen und Polizisten wegen Regens vom Landhausplatz ins Sportzentrum verlegt. Wir lassen unsere Polizistinnen und Polizisten nicht im Regen stehen, sagte Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner, die gemeinsam mit Innenminister Karl Nehammer zur Angelobung kam. Höchstes Polizeiaufgebot in der St. Pöltener Landessportschule. Innenminister Karl Nehammer und Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner waren bei der Ausmusterung und Angelobung bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit dabei. 107 neue Polizisten haben die Sicherheitsakademie erfolgreich abgeschlossen. 58 junge Frauen und Männer starten jetzt ihre Karriere bei der Exekutive. Die bekommen einen Querschnitt an Ausbildungen, an Kommunikation, an Rhetorik, an vielen fachlichen, rechtlichen Ausbildungen. Viele Parts wie Gewalt in der Privatsphäre, also in Seminarform und natürlich vor allem Einsatztraining, wo sie Grifftechniken, das Schießen und so weiter alles lernen und trainieren, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Fühlen Sie sich noch sicherer? Ja, wir gehören ja zu einer der sichersten Regionen in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Und das ist auch gut so und das verdanken wir unseren gut ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten. Heute kommen wieder über 160 dazu. Entweder sie werden in den Dienst entlassen oder sie beginnen eben mit der Ausbildung. Und wir alle wissen, wir haben hier bei uns in Österreich, hier in Niederösterreich, die Besten der Besten. Denn nur die Besten der Besten werden bei der Polizei genommen. Das ist auch gut so, weil das eine sehr herausfordernde Aufgabe und Verantwortung ist. Der Polizeialltag ist ein sehr fordernder, sehr schwieriger. Und gerade wenn man eben den Dienst gemeinsam ist, ist es wichtig, dass man auch Kameradschaft lebt. Aber Kameradschaft in beide Richtungen. Das heißt, dass einerseits füreinander da sein, aufeinander aufpassen und auf der anderen Seite aber auch den Kollegen, die Kollegin rechtzeitig darauf hinweisen, wenn er sich oder sie sich in eine falsche Richtung bewegt und damit auch ein wirklicher guter Kamerad oder Kameradin zu sein. Dass das Land mehr Polizistinnen und Polizisten braucht, davon ist Innenminister Karl Nehammer überzeugt und die Bewerbungsoffensive der letzten Jahre zeige Wirkung. Wir haben eine große Personaloffensive gestartet, schon 2017 sind noch einmal aufgestockt und jetzt spürt man, dass die Wirkung endlich auch sichtbar wird, auch bei den Polizeiinspektionen und den Weg gilt es jetzt fortzusetzen. Wo werden jetzt die jungen Kollegen eingesetzt? Also im Wesentlichen an belasteten Dienststellen rund um Wien, also in dem Speckgürtel von Wien, aber auch manchmal in peripheren Regionen, wo eben halt derzeit der größte Bedarf ist. Und das geht bis zu Misselbach in den Bereich Neunkirchen, aber hauptsächlich Baden-Mödling, Bruck an der Leiter, Neuburg und Tullner Bezirk. Für Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner ist der Polizeiberuf einer der schönsten Berufe überhaupt. Was ist denn das Schönste, Landeshauptfrau sein? Ich glaube, einer der herausforderndsten Jobs ist sicherlich Polizistin und Polizist zu sein. Und das zeigt auch der Vertrauensindex. Und dieser Vertrauensindex unterstreicht die Wertschätzung, die Anerkennung dieser Berufsgruppe. Aber ja, es ist genauso schön, Landeshauptfrau zu sein. Er zählt sicher zu den herausforderndsten und schönsten Berufen, weil man nie weiß, was auf einen zukommt, weil man nicht weiß, was in den nächsten Minuten passiert. Und daher ist es auch so spannend und auch wie Menschen reagieren, wenn man Amtshandlungen führt. Das ist immer offen und man muss auf alles eingestellt sein. Und das, glaube ich, macht es so herausfordernd. Innenminister Nehammer gab den neuen Polizistinnen und Polizisten noch Glückwünsche mit auf den Weg. Mein Wunsch ist, dass Sie alle wieder gut und sicher von Ihrem Dienst nach Hause zu Ihren Lieben zurückkehren. Es gibt viel zu viele verletzte Polizistinnen im Einsatz, 1000 im Jahr. Daher ist es wichtig, einerseits gut ausgerüstete, gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten zu haben, aber vor allem auch, dass Sie jeden Abend oder immer, wann der Dienst zu Ende ist, auch wieder gesund nach Hause zurückkommen.